Hallo, hier ist wieder Ute Blindert vom Netzwerkbooster und heute melde ich mich mit einem kurzen Video zum Thema 5 Tipps, wie du einen sauguten Artikel bei LinkedIn schreibst. Und wenn du jetzt wissen willst, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Artikel oder einem Beitrag bei LinkedIn, dann guck dir einfach mal, ich glaube hier, guck dir einfach mal mein anderes Video dazu an. Da erkläre ich genau den Unterschied zwischen einem Beitrag und einem Artikel. Heute soll es tatsächlich nur um den Artikel gehen und meine 5 Tipps, wie du einen sauguten Artikel schreibst. So, dafür flitzen wir natürlich wieder rüber zu LinkedIn. Und wir sehen jetzt einmal direkt, hier siehst du mein Profil. Und ich will dir auch direkt mal einen von meinen Artikeln zeigen, nämlich hier diesen hier Barcamps digital organisieren. Und da kannst du eigentlich ganz gut sehen, was ich finde, was einen guten Artikel ausmacht und meine 5 Tipps dazu. Also, mein erster Tipp ist dazu, achte auf deine Leser. Das heißt, mach dir deutlich, was braucht dein Gegenüber. Das sollte sowieso so eigentlich immer ganz oft in deiner Kommunikation, sollte das sozusagen immer ganz oben stehen. Es geht nicht um dich. Ganz am Ende natürlich in deiner Strategie sollte es immer um dich und deine Kundengewinnung, dein Unternehmen gehen und das, was du natürlich von dir zeigen willst. Und das macht man natürlich mit einer Strategie und natürlich erzählt man auch über sich, aber du solltest immer deinen Kunden, deine Kundin gegenüber haben und immer das im Blick haben, was die gerade brauchen. Und hier jetzt als Beispiel Barcamps digital organisieren, meine Tools und Tipps. Dazu, ne, guck auf das Datum, 3. April 2020, Corona ist gerade voll am Wüten, Deutschland im Lockdown. Das heißt, wir konnten uns nicht mehr in echt treffen. Viele von meinen Barcamps waren abgesagt worden, die ich ja oft für Kunden konzipiere und Leute da berate. Moderationen waren abgesagt und wir sind dann aber sofort losmarschiert und haben angefangen, Barcamps digital zu machen. Und das geht, das ist nicht so einfach, aber das geht und man muss da halt so ein paar Dinge beachten und dazu habe ich einen Artikel geschrieben, weil ich im Grunde geschrieben habe darüber, wie meine Lernreise an dem Thema war. So, das heißt, das hier ist ein Artikel, der einfach total nützlich ist. Da stelle ich ganz viel Wissen und Informationen, die ich zusammengesammelt habe, zur Verfügung. Das heißt, ich achte erstens auf meine Leser und Leserinnen und was die gebrauchen könnten, egal wo, in Unternehmen, als Organisatoren von Barcamps, als Leute in Organisationen, in Vereinen und so weiter. Das ist einfach wirklich gedacht, was brauchen die Leute jetzt in dieser Situation? Zweitens. Sei nützlich, wie oben schon gedacht, meinungsstark und komme auf den Punkt. Das sind eigentlich auch durchaus 2 verschiedene Sachen. Also bei dem Nützlichen kann es auch mal einfach rein informativ sein. Also dieser hier ist rein informativ. Da geht es nicht um Meinungen. Ich versuche nicht zu polarisieren. Das ist einfach sehr informativ und weniger meinungsstark. Aber es gibt auch die andere Strategie, dass du zum Beispiel sagst, in dem Artikel geht es darum, dass ich etwas über meine Meinung sage, über meine Werte und einfach die Leute entweder mit reinhole, aufrege, versuche, verschiedene Richtungen zu zeigen. Und auch das kann natürlich ein sehr, sehr guter Artikel sein. Das ist natürlich von der Strategie auch super. Egal, was du aber machst, also ob du jetzt eher einen Informationsartikel machst oder einen Meinungsartikel, versuche auf den Punkt zu kommen. Versuche nicht herumzueiern und irgendwie dreimal um die heiße Bratwurst rumzuschleichen, sondern versuche reinzubeißen und die Leute da drauf zu bringen, was sie wirklich brauchen. So, mein 3. Tipp für einen sauguten Artikel ist, baue ihn lesbar und abwechslungsreich auf. Das ist in diesem Artikel auch schon drin, wenn du siehst das hier zum Beispiel mit so Zwischenüberschriften, du siehst das hier mit so Bullet Points, wo einfach verschiedene Fragen mal formuliert sind, die man sich im Vorfeld stellen muss. Hier nochmal, ne, auch wieder eine Überschrift, dann auch hier wieder mit Bullet Points, weil man natürlich sagen muss im Netz, wenn du halt jetzt den sehr langen, das ist ein langer Artikel, ich glaube, der hat so an die 2000 Wörter, dann ist es ganz gut, dann auch zu sagen, ich unterteile den Text visuell, damit man den besser lesen kann und nicht jetzt einfach einen Text in einem so durch.
Und hier siehst du, hier sind auch gleich immer noch mal die Links mit drin. Das heißt, die Leute können auch von hier direkt irgendwie weiterklicken und zum Beispiel sich weiter informieren dazu, wenn sie sich zum Beispiel jetzt zum Beispiel selber so ein Barcamp organisieren wollen. So. Noch anders habe ich das zum Beispiel hier bei diesem Artikel gemacht. Da habe ich darüber erzählt, über meinen Netzwerkbooster. Der Netzwerkbooster ist ein Event für Leute, die, die selbstständig sind, die SolopreneurInnen sind, die UnternehmerInnen sind. Und es geht darum, dass die sich auch, ne, dass sie sich versetzen und vernetzen und gegenseitig inspirieren. Und dann habe ich hier mal erzählt, wie wir das Ganze aufgebaut haben. Und hier auch wieder Programme und Methoden mit reingebracht. Und du siehst das hier auch, ne, wieder mit Überschriften, Bullet Points, hier zum Beispiel auch mit einem Zitat. Und dann hier auch einfach mit sehr, sehr vielen Bildern gearbeitet, um zu visualisieren, was jetzt eigentlich so Bestandteil des ganzen Programms halt war. Und hier siehst du das auch immer wieder mit drin. Und hier zum Beispiel auch mal sowas mit reingebaut, wie hier so ein, auch wieder so ein Screenshot oder hier zum Beispiel ein Screenshot von unserer Social Wall. Und ihr könntest das noch ein bisschen abwechslungsreicher gestalten, wenn du jetzt zum Beispiel ein Video nochmal mit reinbringst, wo auf das Event aufmerksam gemacht wird. Ne? Also das heißt, bau das einfach sehr lesbar und abwechslungsreich auf, arbeite mit Bildern, du kannst YouTube-Videos einbinden, also mach auch einfach so einen Medienwechsel, damit die Leute einfach so Lust haben, da weiterzulesen und dann, was das Schöne ist halt, das dann halt auch entsprechend weiter teilen, zum Beispiel hier bei LinkedIn oder auch woanders hin. So. Dann sei noch mal klar, ganz am Anfang, um was geht es? Also so ein bisschen so, wenn du dir denkst, wann ist eine Pressemitteilung gut? Die ist dann gut, wenn am Anfang so dann die wichtigen Sachen drin sind und dann wird es immer unwichtiger, beziehungsweise wenn die Leute dann wirklich interessiert sind an den Informationen und einfach mehr darüber wissen wollen, dann kannst du das, dann bleiben die auch dabei und die anderen sagen, ah, darum dreht es sich das, ah, das brauche ich im Moment nicht, dann vielleicht speichern die sich das nur ab und brauchen das jetzt im Moment nicht, aber nehmen das dann vielleicht später nochmal. Ne? Also sag da einfach direkt am Anfang, worum es geht. Und dann mein fünfter Tipp für einen sauguten Artikel hat vielleicht gar nicht so viel mit dem sauguten Artikel selber zu tun, aber eigentlich dann doch wieder, weil du machst dir die ganze Arbeit ja nicht, damit das irgendwie hier bei LinkedIn irgendwie auf der Halde vergammelt, sondern du willst ja, dass die Leute das lesen. Du willst ja, dass die davon profitieren, darüber erzählen, was für eine gute Arbeit du machst, wie inspirierend du bist. Deswegen erzähle davon. Wenn du zum Beispiel hier drunter, ne, hier haben die Leute ja die Möglichkeit zu kommentieren. Ne, und du siehst das hier, hier haben Leute kommentiert, es gibt Reaktionen hier drauf. Du kannst halt hier die Kommentare, dann antworte immer auf den Kommentaren. Also sei im Gespräch. Erzähle insofern davon, dass du mit den Leuten ins Gespräch gehst, dich bedankst, denen noch mal Fragen stellst. Und dass du halt da sozusagen auch in dem Gespräch bist. Und du kannst dann, das ist natürlich ganz wichtig, du siehst das hier. Hier hast du dieses im Fokus bei deinem persönlichen Profil. Hier kannst du dann zum Beispiel einfach deine Artikel natürlich hier nochmal in den Fokus stellen und die auf die nochmal besonders hinweisen. Ne, du siehst das hier, bei mir sind die Artikel, die sind da alle mit drin. Und was natürlich besonders wichtig ist, und da gehe ich jetzt nochmal hier auf die Beiträge und Aktivitäten, denn ich habe in dem Video, wo es um diesen Unterschied zwischen Beiträgen und Aktivitäten geht, darüber erzählt, dass es ja so ist, dass die Artikel gar nicht mehr so viel Aufrufe bekommen. Du siehst das hier, ne, hier der Artikel, ne, der ist ja wirklich, ne, viele Leute fanden den, ne, sehr nutzwertig, viele Kommentare, 180 Ansichten, das ist halt nichts. Ne? Oder hier zum Beispiel, hier sind 200 Ansichten bei diesem Artikel, der einer der meistgelesenen Blogartikel bei mir auf meiner Webseite ist. Und deswegen mach dir die Arbeit, beziehungsweise markier dir das am besten im Kalender, dass du immer wieder hingehst und diesen Artikel tatsächlich nimmst von LinkedIn und einen Beitrag dazu verfasst. Ne, das kannst du dann einfach, und dann siehst du zum Beispiel, wenn du einfach hier hingehst, jetzt muss ich natürlich hier so ein bisschen suchen,
ne, dass du einfach regelmäßig wieder hingehst und auf diesen Beitrag, auf diesen Artikel wieder aufmerksam machst, um den Leuten zu erzählen, was da eigentlich so passiert. So, hier siehst du es zum Beispiel hier nochmal das als Beitrag genommen und dieser Beitrag, der auf diesen, nee, das stimmt gar nicht, das verweist auf meine Webseite tatsächlich, wenn du zum Beispiel dann hingehst und nochmal, hier siehst du es auf LinkedIn, ne? Also wo du siehst, hier nochmal den genommen und nochmal wieder darauf hingewiesen, dass es diesen Artikel gibt, dass man hier wichtige Informationen findet. Also nutze das bitte, dass du halt nutze die Beiträge, um deine Artikel regelmäßig zu pushen, weil, das habe ich in dem einen Beitrag zum Thema zwischen Beitrag und Artikel erzählt, dass es so wichtig ist, dass die Artikel so ein bisschen da sind, so die zeigen so das, was du an Expertenwissen, an Know-how hier so mitbringst. Und die Beiträge sind sozusagen dafür da, das immer wieder auch zu zeigen, nicht nur die Artikel, auch andere Sachen. Aber warum sollte man das, wo du so viel Arbeit reingesteckt haben, irgendwie hier bei LinkedIn vergammeln lassen? Also hol das wieder rauf. So, das waren meine 5 Tipps, wie du einen sauguten Artikel schreibst. Achte auf deine Leser, sei nützlich oder meinungsstark, also ne, ist auch nützlich. Bau den Artikel lesbar und abwechslungsreich auf, also mach so ein bisschen Medienbrüche da rein. Sage klar, um was es geht und das direkt am Anfang, damit die Leute nicht hinterher genervt sind, dass denen irgendwas versprochen wird, was du nicht eingehalten hast. Und dann bitte, bitte, bitte erzähle von diesem Artikel, mach darauf aufmerksam, binde das überall immer mal wieder mit ein, vielleicht auch in einem Kommentar. Ja, so damit die Leute mehr davon erfahren, was du an coolen Sachen hierzu beizutragen hast. So, das war's heute zu dem sauguten Artikel bei LinkedIn und wenn dir es gefällt, dann lasst mir ein Abo da oder guck dir die anderen Sachen zu LinkedIn an und ich freue mich, wenn du wieder reinguckst. Alles Gute, viel Erfolg, deine Ute Blindert. Tschüss!